Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Christina. Ich bin Deutschlehrerin und ich bin online besser bekannt als Germanista. Heute geht es um Frankenstein und um die Autorin von Frankenstein, und zwar Mary Shelley. Ich lese euch heute aus dem südkurier.de, und zwar aus dem Jahr 2016, einen Artikel vor, und der heißt "So erschuf Mary Shelley ihren Frankenstein". Und ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß und könnt etwas Neues lernen. Los geht's! Also erschaffen, das Wort erschaffen bedeutet to create, jemanden erschaffen. Wir haben hier einen Akkusativ. Also sie erschuf Frankenstein. 1816 schrieb Mary Shelley den Horrorklassiker. Also she wrote this horror classic im Jahr 1816. Entstanden ist die Monstergeschichte in Genf, also am Genfer See in der Schweiz. Und entstanden bedeutet to come into being. Sie ist das Ergebnis eines Schreibwettbewerbes, der Wettbewerb, hier haben wir einen Genitiv, so she is das Ergebnis, the result of a competition, a writing competition. Gut, dann sehen wir hier, das ist Mary Shelley auf diesem Bild, geborene Goodwin. Geborene, das heißt born with the name Goodwin. Okay, ein Artikel von Kerstin Steinert. Noch einmal aus dem südkurier.de. Es war einmal an einem verregneten Sommertag. So once upon a time, it was a summer day and it was raining. So it was a rainy summer day. 5 Freunde, die gemeinsam aus England gekommen sind, wollten sich eigentlich am Genfer See näher kennenlernen. So 5 friends who came from England and they wanted to get to know each other better at the lake in Genf. Und dann das. Der Sommer fällt einfach aus. So the summer just was cancelled. Didn't happen. Etwas ausfallen, auch der Flug kann zum Beispiel ausfallen. Gut, wir schreiben das Jahr 1816, welches in die Geschichte eingehen wird als das Jahr ohne Sommer. So, it was the year without summer, und man sagt, in die Geschichte eingehen, to go down in history. Also bekannt werden oder in der Geschichte bekannt sein als ein bestimmtes Jahr in diesem Fall. Denn ein Jahr zuvor war in Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen. Er spuckte tonnenweise Asche und Staub in die Atmosphäre, sodass das Sonnenlicht verdunkelt wurde. So ein Jahr zuvor, one year before, oder ein Jahr vorher, dann gab es einen Vulkanausbruch, so the breakout of a volcano, ausbrechen, breakout, spucken ist to spit, sich verdunkeln ist to get dark, dunkel werden. Also die Atmosphäre wurde dunkel, die Sonne, das Sonnenlicht wurde verdunkelt. Genau, weil es so viel Staub gab. Ich zeige euch hier mal kurz eine bildliche Darstellung von diesem Vulkanausbruch. Natürlich gab es damals noch keine Fotografie, keine Fotos, 1816. Aber man sieht natürlich, dass dieser Vulkanausbruch halt bildlich dargestellt wurde. Es wurde auch ein Buch geschrieben, Tambora und das Jahr ohne Sommer, also von Wolfgang Behringer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte. Also wer da noch weiter nachlesen möchte, kann das gerne tun. Okay, wir lesen weiter. Aber das wissen die 5 Freunde aus England nicht. So the 5 friends from England don't know what has happened in Indonesia. Sie ärgern sich über die Kälte, Nässe und Stürme. So they are angry, sich ärgern, reflexiv, sich ärgern über, about, Kälte, the coldness, Nässe, wetness and die Stürme, der Sturm, die Stürme, the storms.
Gut. Unter ihnen ist die 18-jährige Mary Goodwin. So among them is the 18-year-old Mary Goodwin. Sie ist intelligent, hübsch, streitlustig und auf dem besten Weg, weltberühmt zu werden. So she's intelligent, beautiful, streitlustig habe ich hier markiert. Also sie ist kämpferisch, zänkisch, angriffslustig, ein bisschen aggressiv. Und sie ist am besten Weg, she's on the best way to get famous worldwide. Denn sie wird in diesen Tagen ein Stück Weltliteratur verfassen. So she's going to write a piece of world literature in those days. Etwas verfassen ist einfach ein Synonym für etwas schreiben. Mary Goodwin, besser bekannt als Mary Shelley, ist die Schöpferin des Schauerromans Frankenstein oder Der moderne Prometheus, Erstausgabe 1818. So better known as Mary Shelley, Schöpferin, like she's the creator, Schauerroman, der Schauerroman ist the Shocker, the Horror Shocker. Und die Erstausgabe ist the Erstausgabe, it's like the first edition, genau. Okay, ohne es zu ahnen, verfasst die 18-Jährige einen Klassiker, der 200 Jahre später immer das Gruseln lehrt. Also hier könnte wahrscheinlich, fehlt ein Wort, das müsste heißen immer noch. Und ohne es zu ahnen, etwas ahnen, to suspect. So she wasn't suspecting what she was writing. Verfassen haben wir geklärt, etwas schreiben. Gruseln, also wir haben das Nomen, das Gruseln, aber natürlich haben wir auch sich gruseln oder jemanden gruseln. Das wäre to give somebody the creeps. Und die Geschichte über den Monstermacher und seine Kreatur, die im Verlauf der Geschichte zum Mörder wird, gibt es nur, weil sich die Freunde aus Langeweile einen Schreibwettbewerb liefern. So the story about this creation of the monster and this creature that was created, hier haben wir einen Relativsatz, und seine Kreatur, die im Verlauf der Geschichte, so in the turn of the history, it turned out to become a murderer. Und diese Geschichte entstand nur, so it was only created because of boredom, Langeweile. Und sie hatten einen Schreibwettbewerb, so a writing competition. Zurück zum Anfang. Let's go back to the beginning. Gemeinsam verbringen die damalige Mary Goodwin, ihr Liebhaber und späterer Ehemann Percy Shelley, der Dichter Lord Byron, sein Leibarzt John Polidori und Marys Halbschwester Claire Clermont den Sommer am Genfersee. So, gemeinsam verbringen, Zeit verbringen ist to spend time. So, those days Mary Goodwin, her lover, der Liebhaber, and later on husband. Der Dichter ist the poet. Der Leibarzt ist the, yeah, the doctor, the house doctor of this, he is called Polidori. And the half-sister, Claire, so they spent this summer in Genf. Then, den Rest könnt ihr selbst lesen. The rest you can read by yourself. Hier sagt noch eine Literaturprofessorin, die sich jetzt mit dieser Mary Shelley befasst hat, sagt, es gab ein großes emotionales und erotisches Hin und Her. So there was a huge emotional and erotic Hin und Her. Wie können wir das übersetzen? Hin und Her. Hin und Her. Das Hin und Her. Stop, go auf Britisch. Seesaw. Ob das hier stimmt, das kann ich nicht sagen. Also hin und her, wie auch ein Hickhack. Also das kann ich jetzt nicht genau erklären, wie man das nennt, hin und her. Ja, vielleicht fällt es mir später noch ein. Auf alle Fälle steht hier noch etwas, das ist eine Übersetzung wahrscheinlich und hier gab es einen Fehler. Die Villa war ein ganz schönes Treibhaus. Also ich meine, vielleicht kann das stimmen, aber Treibhaus aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt übersetzen soll, wäre das a glass house. Also ist das eigentlich ein, das Treibhaus ist für, also ein anderes Wort wäre Gewächshaus. Das heißt, dort leben die Pflanzen
und wachsen die Pflanzen im Frühling und im Herbst bzw. im Winter. Ja, aber es kann dort auch relativ heiß werden, die Wände, die Fenster beschlagen, also es bildet sich so ein, dass man nicht mehr durch dieses Glas hindurchblicken kann. Also okay, es könnte vielleicht stimmen, diese Übersetzung. Okay, den nächsten Absatz könnt ihr auch noch weiterlesen und dann: In diesem Potpourri aus Affären, intellektuellen Geplauder und miesen Wetter, hier gibt es einen Fehler, entstanden nun der erste Science-Fiction-Roman, wie die Geschichte von Victor Frankenstein auch oft bezeichnet wird. So, Potpourri, ein französisches Wort, ist eigentlich eine bunte Mischung. Dann haben wir hier, die Affäre ist klar, das Geplaudere ist the chat, also plaudern. Mies ist schlecht, entstehen ist to get created, ja, und etwas bezeichnen ist to call something. Um sich die Zeit bei dem Regenwetter zu vertreiben, erzählen sich die schönen Geister Mary, Shelley, Lord Byron, Polidori und Clermont gegenseitig deutsche Geister- und Gespenstergeschichten. So, to kill the time, sich Zeit, also Zeit vertreiben, sich die Zeit vertreiben, to kill time. Erzählen sie sich Geistergeschichten, so Horror Stories. Regenwetter ist klar, Rainy Days. Und Schöngeister sind Leute, die sich mit Literatur und Philosophie und so weiter beschäftigen. Sie diskutieren auch über den Darwinismus und die im 19. Jahrhundert erfundene Galvanisation, bei der Gleichstrom durch tote und lebende Objekte geleitet wurde. So, they discuss about Darwinism and in the 19th century erfunden, ja, eine Erfindung ist ein Invention, Galvanisation, Gleichstrom, Gegenstrom, das ist ja diese Geschichte mit AC/DC, also in dem Fall Gleichstrom ist Direct Current, also DC. So, and it, this was sent through dead and lively objects. Bodies, ja. Irgendwann gehen ihnen die Spukgeschichten unter naturwissenschaftlichen Themen aus. Also es gehen die Themen aus, das heißt, they have a lack of topics. Und der Spuk ist das Spook. Ja, ist eigentlich wie das englische Wort. Spooky, the spooky. Der Spuk. Spook. So, sie beschließen, jeder solle selbst eine Gruselgeschichte erfinden. So, they decide that each and one of them should invent a horror story. Polidori schreibt über Nacht der Vampir. Die Geschichte erscheint 1819, 80 Jahre bevor Bram Stoker Dracula erfindet. So, he's writing this vampire and the story gets published, erscheint 80 years before Dracula. Während die Männer schaurige Kurzgeschichten zu Papier bringen, denkt sich Mary einen ganzen Roman aus. So while the men are only writing, well, only, like, short stories, horror short stories, etwas zu Papier bringen heißt etwas schreiben, etwas verfassen, etwas machen, and sich ausdenken, to think about, so she's thinking about the whole, she's coming up with a whole, einen Roman, ja. Angeblich ist ihr die Idee in einem Traum gekommen. So angeblich ist supposedly, she got the idea through a dream. So, was haben wir denn hier noch? Die Themen gehen innen aus, etwas beschließen, okay, erscheinen, to be released, etwas zu Papier bringen und angeblich supposedly. Okay, was haben wir noch? Genau. Ich sah mit geschlossenen Augen, aber doch als klare geistige Vision, einen bleichen Naturgelehrten kniend vor dem Ding, das er zusammenkonstruiert hatte, schreibt Shelley selber im Vorwort ihres Buches. So, ich sah, wir haben hier sehen, sah, habe gesehen, sehen. Müssen wir diese Markierung hier wegnehmen, sah. Habe gesehen, so I've seen it with my closed eyes, geschlossenen Augen, but
in klarer geistiger Version. Es gibt hier eine Fliege und die ist absolut mühevoll und lästig. Also falls ich immer wieder zusammenzucke, es tut mir leid, aber das ist diese kleine Fliege. Okay, die bringt mich fast aus dem Konzept. Also sie sieht das doch als klare geistige Vision, so as a pure, clear vision of her mind. Einen bleichen Naturgelehrten. Was ist denn der Gelehrte? Der Gelehrte ist eigentlich ein Academic oder ein Expert. So Nature Expert. Und bleich, dieses Wort bedeutet eigentlich pale. Bleich, pale. Und kniend vor dem Ding, so the thing, in this case then the monster. And kniend is kneeling. Zusammenkonstruiert, like to put it together, assemble. Und sie schreibt das in ihrem Vorwort. Vorwort ist the forward, the preface of the book. Okay, aber wie ist die 18-Jährige auf die Idee gekommen, ein Monster aus Leichenteilen, wenn auch nur literarisch, zum Leben zu erwecken? Also jemanden zum Leben erwecken. Jemanden zum Leben erwecken. To bring into life. Genau, und die Leiche ist a dead body, ja? Die Leiche und der Teil ist a part, Leichenteile. Okay, wie es dann weitergeht, könnt ihr auf jeden Fall selbst lesen. Sie erklärt, dass irgendwie, dass ein Physiker zu Besuch gekommen ist, zu ihrem Vater, und sie haben über diese Galvanisierung gesprochen und Experimente. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Theorien. Angeblich kommt dieser Frankenstein aus Ingolstadt, aber da könnt ihr dann selbst noch ein bisschen weiterlesen. Ich verlinke euch dann noch einen Artikel, wo ihr da noch nähere Informationen dazu bekommt. Okay, ich denke, für heute sind wir fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen, beim Lesen. Macht es gut. Wir sehen uns. Ich danke euch. Ciao.